Leute, wacht auf! Ihr verpasst uns einen wunderschönen Morgen! Oh nein! Wo sind die Brownies? Ja, es gab einen Dieb unter uns, und zwar von der schlimmsten Sorte. Und zwar so ein Dieb, der Schokoladen-Pekanuss-Marshmallow-Brownies klaut. Die große Frage war bloß, wer war's? Brownies, ihr schmeckt gut, da fühle ich mich wie Robin Hood. Oh, das war schlecht. Aber ihr, meine Freunde, seid die besten Brownies der Welt. Chelsea. Ich wollte doch nur... Dad? Oh, tja. Dass manche Menschen sich so einfallen lassen, um einen von deinen Brownies zu ergattern. Hey. Aha. Wie ist der denn da reingeraten? Kann ich mir gar nicht erklären. So, Leute, kommt alle her und hört zu. Damit meine ich auch euch zwei, Skipper und Stacy. Von mir aus? Oh, Mann. Ihr kennt alle die Regeln. Nur einmal im Jahr backe ich Schokoladen-Pekanuss-Marshmallow-Brownies für den Familiencamping-Trip. Erst am zweiten Abend essen wir sie, wenn wir am Lagerfeuer sitzen und Dad Gruselgeschichten erzählt. Das ist Tradition. Die sind nur so gut. Müssen wir echt bis dahin warten? Einen könnten wir schon probieren, oder? Das hättet ihr wohl gern. Doch dann ist es nur wieder so wie im letzten Jahr.